Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem ganz auf Boom Video. Und zwar habe ich heute großartige News für euch, denn ich habe mir überlegt, ich werde eine ganz auf Boom Woche für euch machen. Das heißt, 7 Tage, 7 Videos, jeden Tag ganz auf Boom von mir. Ganz einfach aus dem Grund, weil ganz auf Boom, das ist das Spiel, was am allermeisten auf meinem Kanal gefragt ist, so sehr wie kein anderes Spiel zuvor gefragt war, was ich hier gebracht habe oder aktuell noch bringe. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einfach eine schöne ganz auf Boom-Woche, jeden Tag ein Video, und ich habe mir auch ein paar echt coole Themen auf jeden Fall überlegt. Das heißt, es wird nicht einfach nur stumpfe Gameplays geben, sondern auch wirklich themenbasierte Videos, wo ich spezielle Sachen vorstelle oder spezielle Sachen mache. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen, euch wird da einiges Cooles erwarten. Und das Ganze beginnt so gesehen ab heute. Das heißt, das hier ist das erste Video zu dieser ganz auf Boom-Woche, die ich jetzt starten werde, und wird dann exakt 7 Tage, wie gesagt, gehen. Und ja, was haltet ihr davon? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich denke mal, die meisten von euch werden das ziemlich geil finden, dass ich das mache. Oh, komm, weg mit dir. Stirb, geht doch. Bam, in your face. So, bloß weg hier. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil das sowieso... Bam, in your... Mann, ach, was habe ich die Dinger überhaupt? Ich wollte eine Granate werfen. Oh Mann, ey, das verstellt sich irgendwie in letzter Zeit immer. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, aber es ist auch egal. Ich sollte mich ein bisschen aufs Gameplay konzentrieren. Denn sonst verkacken wir diese Runde noch. Nee, wobei, ich sehe gerade 226 zu 22 steht sie dieser Runde. Das ist ja lächerlich, was die Gegner hier machen. Aber die hängen hier irgendwie auch nur in der Base rum und machen nichts Vernünftiges. Frag mich nicht, warum. Das kommt dann dabei raus, dass ich ihn nicht treffe. Okay, danke, Kollege. Da oben. Alter, seid ihr dumm. Seid ihr dumm. Warum kommen die da nicht irgendwie mal links um die Ecke oder so, wenn die wissen, dass wir alle rechts vor ihrer Base campen? Nein, die sind zu dumm. Schau mal, kommt hier irgendjemand auf die Idee? Irgendwie nicht. Doch, so halbwegs. Aber er ist auch zu dumm. Alter. Dreifach Kill. Läuft. Vierfach Kill war das sogar. Ach, geil. Tetra Kill. Schönes Ding. Da kommt doch noch jemand. Da kommt doch jemand. Ich höre Schritte. Geht doch. Oh, ich habe nur noch 2 Schuss in meiner Shotgun. Das ist nicht so cool. Na? Scheiße, ich habe keine Muni mehr gehabt. Verdammt. Okay, aber ich habe noch ganz gut aufgeholt hier in dieser Runde. Und sie ist schon vorbei. Na gut, das war jetzt ein bisschen sehr kurz, Freunde. Ich würde sagen, da hängen wir doch direkt nochmal ein Ründchen dran. Zack, auf zum nächsten Kampf. Let's go. Mal schauen, was jetzt hier für eine Map drankommt. Na, die Ladezeiten sind ja vorbildlich kurz hier immer in Guns of Boom. Kampf beginnt und schon sind wir wieder in der nächsten Runde. Das brauche ich nicht mal rausschneiden hier, die Ladezeit. Ah, alles klar. Jetzt sind wir hier wieder in dieser U-Bahn-Map, wo es nur diesen Punkt A gibt. Da müssen wir angreifen und halten. Und die Gegner kommen garantiert jede Sekunde hier um die Ecke. Hey, falsche Waffe. So, jetzt habe ich die richtigen Waffen. Stirb an meinem Feuerschaden, dreckiger Sniper da oben. Komm, stirb. So geht's auch. Der nächste will auch noch mal ein. Geht doch. Double Kill. Dreifach Kill, oder? Zählt das nicht mehr. Warum habe ich schon wieder keine Granaten? Das meinte ich, das habe ich ja vorhin im letzten Video auch schon gehabt. Na, 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 das wollen wir gleich nochmal umstellen. Aber obwohl, das Ding hat ordentlich gesessen. Das muss ich nochmal geben, soweit es geht. Scheiße, okay, das war nichts. So, keine Ahnung, warum er das immer wieder verstellt. Merkwürdig, merkwürdig. Dabei habe ich mit diesen Dingern auch noch gar nicht gespielt bisher. Also ich habe die auch nie irgendwie ausgerüstet oder so. Ich habe keine Ahnung, warum er das macht. Da ist schon wieder ein Sniper, der sterben möchte. Alles klar. Bitteschön. Einmal Express-Kill für dich. War da nicht noch einer? Ja. Oh, fuck. Der ging daneben. Nein. Oh mein Gott. Bam. So muss das laufen hier. Geile Scheiße. Das läuft ja wie am Schnürchen hier im Gegensatz zur ersten Runde. Die war ja ein bisschen holprig. Nein! Ah, fuck, Alter. Ganz knapp vorbeigeschossen. Sonst hätte ich den auch noch locker weggehauen.
Aber gut, so. Wir führen ja ordentlich hier. Also wenn wir das nicht packen, dann weiß ich auch nicht. So, Freundchen, der ist für dich. Da ist schon wieder ein Sniper oben, oder? Habe ich das... Oh, da hinten ist er, alles klar. Da wollen wir dem mal einen Besuch abstatten. Nein! Scheiße! Ich hätte nicht nachladen dürfen in dem Moment. Ich wollte eigentlich den Sniper wegärgern. Naja. Oh, was willst du denn da hinten? Denkst jetzt hier, ich bin ganz cool und komm von hinten angelaufen. Schade, ich wollte ihn doch messern. Das hat nicht geklappt. Oha, hier wird ordentlich gesnipert. Ich habe ja jetzt auch eine Sniper, von daher können wir mal gucken. Den wollte ich zwar nicht abballern, aber egal. Na gut, komm her. So, da hinten ist einer. Boom. In deinen Kopf, komm schon. Höher, an den Kopf. Komm schon. Sniper Battle. Ist der jetzt tot, der Sniper? Nee, ist er nicht. Doch, ist er. Oder ist er abgehauen? Man weiß es nicht. Shit. Oh, jetzt nehmen sie Punkt A ein. Das gefällt mir gar nicht. Oh, und wir haben schon gewonnen. Von daher ein verzweifelter Versuch der Feinde ganz zum Ende hin. Und ja, ich würde sagen, das war's schon für heute. Ich muss das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich wollte euch eigentlich im Großen und Ganzen hier nur darüber benachrichtigen, dass ich jetzt eben meine ganz auf Boom-Woche gestartet habe und dann schon das erste Video damit rausbringen. Lasst mir da, wie gesagt, gerne Feedback in den Kommentaren dazu da, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute sich sehr darüber freuen werden. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.